Wer spaziert da Woche für Woche? Klar, wir müssen, sind uns einig, da sind einige Verstrahlte dabei. Ich bin Journalist, da habe ich herausgefunden, dass über 80% der Weltbevölkerung wird in den nächsten 5 Jahren tot sein. Warum? Ja, weil es Nanobots drin. Durch 5G wird das aktiviert und dann zerschneiden die Blutadern. Ja, also ich würde mal sagen, da war nicht nur Erkenntnis im Spiel, sondern auch Alkohol. Ich glaube wirklich, dass da auch welche mitlaufen, die echte Sorgen haben. Es wächst eine Generation heran, die Schulunterricht nur als Notunterricht kennt. Eine Generation, die soziale Kontakte als Gefahr und nicht als Bereicherung sieht. Und natürlich sind auf den Straßen bei den Spaziergängern Menschen dabei, die sich Sorgen um die Demokratie machen. Und das mache ich mir auch. Aber weil es die Spaziergänge gibt. Und ich kann auch sagen, warum. In weiten Teilen des Ostens orchestrieren rechtsextreme Splitterparteien die Demos. Der Dritte Weg, die Freien Sachsen oder die Partei Neue Stärke, die sich nicht zufällig mit NS abkürzt. Ja, die meisten Spaziergänge werden übrigens angekündigt über die sogenannte Protestkarte im Internet. Ja, da kann man sehen auf der Karte, wo die Spaziergänge stattfinden. Und wenn man draufklickt, kann man sehen, wo das in der Nähe ist. Da kann man hin. Verantwortlich dafür ist der Verein Filmkunstkollektiv e.V. Und das klingt so künstlerisch. Dahinter stecken aber Rechtsextreme. Dem Gründungsvorstand gehören Thorsten Görke und Paul Klemm an. Sie sind in der identitären Bewegung aktiv. Vereinsvorsitzender ist Simon Kaupert, der als Filmer und Organisator für die Agentur 1% aktiv ist, die der Verfassungsschutz als rechtsextremen Verdachtsfall führt. 1% wurde 2016 von einer Handvoll Leute gegründet. Unter ihnen der neurechte Vordenker Götz Kubitschek und der Chefredakteur des rechten Kompaktmagazins Jürgen Elsässer. Und die Saat geht auf. Seit Mitte November gibt es jeden Tag Mordaufrufe gegen Politiker, Journalisten und Wissenschaftler. Bei Telegram liest sich das dann so. Leg diese Wichser endlich um! Weshalb lebt der Söder noch? Seine Anschrift ist doch bekannt. Wenn ihr an seine Anschrift kommt, dann klingelt, meldet euch als DHL-Fahrer. Und wenn dieser Spasti zur Tür kommt, dann schlagt ihn tot oder knallt ihn ab. Da frage ich mich, wer sind die Schlafschafe? Wir, die Geimpften? Oder die Staatsgläubigen, die Drosten- und Lauterbach-Ultra-Fan? Oder vielleicht die Spaziergänger, die aus Naivität oder weil es ihnen egal ist, mit Rechten auf die Straße gehen, die glauben, alles durchschaut zu haben und nicht merken, dass im Hintergrund Leute wie Götz Kubitschek die Fäden ziehen, die die Impffrage ganz bewusst nutzen, um rechte Positionen zu normalisieren und die am Ende ein neues System wollen, nämlich keine Demokratie. Während die Spaziergänger von einer Diktatur schwadronieren, bereiten im Hintergrund Nazis und Faschisten genau diese Diktatur vor. Aber Sieber, wolltest du nicht erwähnen, was uns eint? Ja, wir haben alle keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Eine Pandemie ist kein Ponyhof und es gibt keine einfachen Lösungen. Maßnahmen sind doof, aber es ist weltfremd, alle Maßnahmen sofort abschaffen zu wollen. Aber genau da wollen wir doch alle hin. Und impfen ist der beste Weg. Aber eine Impfpflicht mag vernünftig sein, aber andere zur Vernunft zu zwingen, ist auch unvernünftig.